Da sind wir. Hallo und herzlich willkommen an diesem wunderschönen Montagabend, an diesem Montag nach unserem Wochenende der goldenen Talente. Da ist Leonardo. Leonardo, hallo. Und Ute. Wir haben hinter ein intensives Wochenende. Und ja, begrüßen wir alles mit einem Mate und ein bisschen Palo Santo. Ja, hola a toda la gente de habla hispana, Sudamérica, Europa. Aquí estamos. Hemos tenido un fin de semana intensivo. Con sábado y domingo hemos estado aquí en un seminario con el doctor Jit Liuchi y señora. Ha sido muy, muy interesante por los comentarios que hemos tenido, no solamente por los que decimos nosotros, sino por lo que los participantes hasta ahora han dicho, ¿no? Muy bien, entonces vamos a empezar con un mate. Ja, der Leonardo hat gleich unsere Freunde quer durch Lateinamerika, Südamerika, was ist der richtige Begriff? Was hörst du lieber? Oder? Hispanoamerika. Panamerika. Es gibt auch 50 Millionen. Spanisch sprechen in den USA. Ne? Ja, genau. Deshalb eben. Aber wir haben nicht. Die haben wir auch alle gegrüßt. Man weiß ja nie. Man weiß ja nie. Genau, wie an diesem wirklich, Leonardo sagte es schon, intensiven, wunderschönen Wochenende. Man weiß nie, was alles kommt und wir sind alle Teilnehmer ganz reich beschenkt worden mit all diesen Gaben, mit den Talenten jedes Einzelnen und jeder Einzelnen und Ich hatte gar keine Vorstellung, wie das werden wird und einfach keine Idee. Und ich war immer wieder aufs Neue sehr, sehr berührt, beeindruckt, habe mich angesprochen gefühlt auch in jeder Ebene. Also es war ja auch sehr, sehr emotional für mich, also von bis in der ganzen Palette. Wir haben herzhaft gelacht, aus tiefstem Herzen heraus ganz oft gelacht und vor Freude, vor Überwältigung sind mir auch die Tränen geflossen. Wie ist es dir ergangen, Leonardo? Ich glaube, jeder hatte bekommen ihre Prüfung von einer oder anderen Form. Nicht nur den Teilnehmen, sondern auch den, wer hat denn gegeben, diese Wochenende hier. Hier in den Raum und draußen. Ich glaube, dass man muss so ungefähr erklären, ne? Diese Prüfung für uns, für Leute, wir bezeichnen sich, wir arbeiten mit Energie, aber wir hören ganz gut, verstehen wir ganz gut, was heißt arbeiten mit Energie, ne? Das ist die Sache. Arbeit mit Energie, das ist richtig. Arbeiten mit Energie ist nicht so, man macht mit den Händen so, ich habe deine Energie so, nach hinten, nach oben,
geschoren, so. Und nee, nicht genau das ist die Ja, Sache. Nee. ja. Sonst ist es ein bisschen wie man ein jemand gesagt, ja, ist ein bisschen mehr tiefer, die Ja, Sache. Nee? ja. Und diese Tiefe konnten wir spüren. Also, weil wir wirklich große Energien gerufen hatten und im Raum hatten und da waren, um uns waren, mit uns Präsenz. waren, ganz präsent, Ja. ja. Genau. Wow. Es war. Eine kompakte Gruppe, ne? So man kann sagen, weil Genau. sogar manche Leute wollten nicht den Raum verlassen oder hier, ne? Den hier bleiben bis der nächste Teil, und das war auch Ja. interessant, gut. Ja. Ne? Das stimmt. Leonardo hat es schon gerade gesagt, diese Gruppe, also ihr dürft euch vorstellen, gut, wir kannten ja doch eine Handvoll Leute. Ja. Ja, die Mara, die ihr ja gesehen habt in der Woche zuvor als unseren ersten Gast, auch eine liebe Freundin, noch die Stefanie, der Heinz, ganz wunderbar, Ganz gut, Joachim, ganz ja. gut. Das war Joachim und Lorik, das waren von ja. uns so, genau, die wir kannten, weil es Freunde und Bekannte von uns sind, die eben sich angesprochen gefühlt hatten und die wir natürlich angesprochen haben und eingeladen haben. Und es kamen noch, natürlich noch viel mehr Leute, die wir gar nicht kannten. Und ganz möchte ich hier einfach wirklich gerade erwähnen, und ich hoffe, du schaust uns auch heute zu, liebe Doro. Ich grüße dich. Wow, auch die Doro, eine treue Zuschauerin von unserer Sendung, kam herein und sagte zu mir: Hallo Ute. Und ich dachte: Hoppla, wer ist diese junge, schöne Frau? Begrüßt mich mit Hallo Ute und Hallo Leo, und wir kennen sie gar nicht. Dabei kennt sie uns schon aus dieser Sendung, und das war ganz schön, einfach ja, dann auch nochmal jemanden persönlich kennenzulernen, der ja Das ist auch, unser ne, eine Zuschauer. gute Erfahrung, Ganz schön, ja. mit Leuten zu beginnen, wo wir kennen schon so von der virtuellen Welt, ne? Und plötzlich Plötzlich, ist in deine Tür, ja, ne? steht sie Das, in der ne? Tür, ja, Ja. ganz schön. Ja, und viele, viele andere einfach noch, die wir gar nicht kannten, die sich auch untereinander nicht kannten. Und in Kürze, mir verschlägt es gleich die Stimme, so berührt bin ich einfach noch, in kürzester Zeit waren wir eins, waren wir, also mir kommt gerade dies wie ein Organismus, oder? Wie Ja, fühlt sich eine, das? wir waren eine, weil der Raum ist klein. Ne? Einmal sollten wir unseren Raum zeigen. Ne? Ja, genau, Und weil so konnten das wir machen, ungefähr. genau. Und ja, aber waren wir alles hier. Mehr Leute aber am alten Raum. Also Ja. normalerweise hineinpassen, und jeder hatte ihren und seinen Platz, und ja, und sogar manchmal hat sich auch jemand dann hingelegt in Ja. die Mitte. Es war so ein schönes Miteinander. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, ich hatte auch schon mal in einer unserer Sendungen gesagt, diese Begrüßung der Hopi, die da heißt: Ich bin ein Teil von dir und du bist ein Teil von mir. Und das hat sich hier in kürzester Zeit ergeben, und wir haben es an diesem Wochenende gelebt. Also ganz
bei aller Individualität jedes einzelnen Wesens diese große Gemeinsamkeit. Ja, Ja, diese Verbundenheit, ja. Ja, für mich war nur eine, war intensive, ne, in vieles, ja. In viel, auf viele Niveau. Ne, ja. So. Ja. 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 Gut, eine sehr gute Erfahrung. Ja, richtig. Ganz richtig. So, so unterschiedliche Talente und wie alle Teilnehmer, jeder Einzelne wirklich auf die Bühne, wir hatten hier natürlich keine Bühne, gegangen ist, ins Licht gegangen ist, in den Spot gegangen ist, um uns anderen wirklich aus tiefstem Herzen zu zeigen, was das Talent ist. Und das war dann ganz egal, ganz gleichwertig, ob dieses Talent gerade im Entstehen ist, noch auf ganz, ganz kleinen, jungen Füßen gerade beginnt erst zu laufen. Und manche Talente, die waren schon ziemlich stabil und standen ja. Schon recht gut in ja. Der Welt. Auch das alles ganz harmonisch ineinander geflossen. Also ganz schön, ja. Ja, ja. 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 Genau. Manche schon mit ganz klar unterwegs, ne? Genau. Andere schon konnten es irgendwann anfangen auch. Ja. Man kann es sagen, denn Talente war da. Ne? Mehr eine mit mehr Erfahrung, anderes nicht so, aber den Talente war, haben wir Dobo. Gesehen. Wer hatte geschrieben? Die Dogo. Hi Dogo. Wir grüßen auch dich ganz lieb. Und? Und Ninjal, also auch da möchte ich wirklich sagen, Ninjal, Grüße von einem diesmal daheimgebliebenen Wanderer im Leben mit euch, für euch. Wow, ganz, ganz lieb. Also Ninjal, wir würden uns, sage ich jetzt, wir, du sicher auch wirklich riesig freuen, auch dich einfach mal hier im Wigwam begrüßen zu dürfen, weil natürlich besteht so keine Grenze, aber sich dann einfach mal zu umarmen, ja. Wow, das hat schon auch was. Ach, schön. Auch gezeichnet. Ganz schön, ja. Also, liebe, liebe Grüße an alle Daheimgebliebenen, die dann das nächste Mal da sind. Und genau, dann möchte ich gleich mal eine Brücke schlagen zum nächsten Mal. Das nächste Mal, wo wir Sabine und Jeet hier umarmen können, weil sie wieder hier bei uns im Wigwam sind. Das ist schon in 4 Wochen, das ist 5. und 6. Boah, jetzt weiß ich gar nicht. Also dieses Wochenende, 6. 7. Juli oder 5. 6. Also dieses Wochenende, sind die beiden Lieben wieder hier. Das Wochenende wird kein Festival der goldenen Talente sein. Es, ja, der Jeet wird Vortrag halten. Und jetzt suche ich nach Worten, weil mir das Zauberwort entfallen ist. Der Medizin. Informationsmedizin. Ja, Informationsmedizin. Danke, Leonardo. Ja, also da schicken wir euch natürlich auch den Link noch und konkretere Daten. Auf alle Fälle bekommt ihr das auch von uns. Nur schon jetzt mal vorab in 4 Wochen hier wieder im Wigwam. Und dazu laden wir natürlich heute schon ganz herzlich ein. Und wir freuen uns auf euch. Ja, dieses Mal ist am Freitag. Genau. Freitag, Samstag, Sonntag. Genau, Freitagabend beginnen wir, weil es auch intensiv sein wird. Ja, ist schon ganz klar. Ist schon ganz klar, es wird wieder intensiv sein. Und wir beginnen am Freitagabend
und der ganze Samstag und bis Sonntagnachmittag dann. Genau, ja, ganz schön. Ja, und Jeet und Sabine und gleich eine Handvoll von den Lieben, die hier mit im Wigwam waren. Die sind die Elisa, die Edeltraud, die Ramona und wer noch? Und die Cornelia, genau. Die sind dann im Anschluss gleich durchgestartet und mit nach Kroatien gefahren. Wow, ihr Lieben in Kroatien, wir grüßen euch natürlich auch ganz sehr. Ihr genießt jetzt Sonne und Strand und Meer. Wir sind gar nicht neidisch hier, gerade im verregneten, kalten München, gar kein bisschen. Bringt uns ein bisschen Sonne mit auf der Rückfahrt. Ja, ganz liebe Grüße auch an euch. Ja, genießt die Zeit. Ja, wow, ich komme gar nicht aus dem Schwärmen im Moment raus. Und die Zeit verfliegt schon wieder. Und ja, so wollen wir euch gleich zum Trommeln einladen. Ich will mal noch schnell schauen, was Ninja uns schreibt. In 4 Wochen nochmal wieder. Vielleicht ist dein Mädel. Ja, juhu, Ninja, in 4 Wochen, ja. Wir freuen uns auf dich. Wow. So, Leonardo, nehmen wir die Trommel. So, sagen wir auch an die Leute, nehmen ihr auch ihr Trommel Genau. oder Oder lehnt euch entspannt zurück, nehmt noch einen Schluck Mate. Wir hatten auch immer, es gab auch das ganze Wochenende Mate-Tee. Ja, Ninja Mate. genau, ein bisschen Nahrung für den Geister, das heißt Palo Santo, ein bisschen räuchern. Genau, wenn ihr das mal geschnuppert habt, Palo Santo ist was ganz Wunderschönes. So, lasst uns die Trommel nehmen, lehnt euch entspannt zurück und ich sage euch natürlich, wie immer, was uns die Indianertrommel sagt. Die Indianertrommel sagt, was erregt ist, beruhige ich, was erschöpft ist, belebe ich. Was zerstreut ist, sammle ich. Was starr ist, löse ich. Berühre mich, wie du Menschen, Tiere, Pflanzen und Erde berührst. Berühre mich sanft und sicher. Done.
Danke für dein Ja. schönes Lied wieder, Danke, Leonardo. danke schon. Muchas gracias. Danke euch. Ich weiß gar nicht, hatte ich gesagt, wofür wir trommeln? Also für mich kam, war das Trommeln einfach nur tiefste Dankbarkeit. Ja, das war so das, was sich einfach mir gezeigt hat, jetzt während des Trommelns. Genau. Es ist immer noch viel Energie von dem Wochenende hier in dem Raum. Das man kann schon merken. Und ja, und das ist auch eine schöne Sache. Ne? Ach, Ja. schön. Darf ich dich kurz unterbrechen, Ja. Leonardo, für das, was uns Nijal geschrieben hat? Es ist so schön. Auf dem Pferd reitend, in Schwingung mit meinem Oberkörper und die Winde, Leonardo hörend, so weit und unendlich, kam mir in den Sinn. Danke. Danke Wow, schön, danke danke schön. dir. Ja. Ganz schön, weil die Trommel ist ja das Pferd, das Reitpferd der Ja. Schamanen. Genau. Wow, danke, danke. Leonardo, entschuldige, für diese Schönheit habe ich dich jetzt unterbrochen. Ja, nicht, macht nicht. War gut, ja. Eine gute Unterbrechung, Eine gute ja. Unterbrechung, Genau. genau. Ja. Denn, ja, Ja. okay. Denn, weil das ist jetzt auch gerade so eine schöne Überleitung, das Unterbrechen. Denn was wir uns an diesem Wochenende natürlich auch gegenseitig immer wieder aufs Neue geschenkt haben, ist Aufmerksamkeit. Ist wirklich, wir haben das Wort jetzt schon präsent sein erwähnt. Ist wirklich die Aufmerksamkeit, das Präsentsein für diejenige, für denjenigen, der gerade sein Talent uns schenkt, dass wir ganz da sind im Hier und Jetzt, in dem Moment, in der Aufmerksamkeit für eben das Talent, was uns da gerade geschenkt wird. Und das war eine so schöne Erfahrung auch, weil es auch dann wieder in diesen 2 Tagen so ganz selbstverständlich war. Ja, ich muss es sagen, auch an den Geschenke, wir sprechen jetzt, den Geschenke, was hatte den Raum bekommen, ist denn eine gute Freund, den Wolf Ondruska, ein sehr ausgezeichneter Schamanen, war kurz vorbei. Tut mir leid, ich habe keine Zeit, aber ich wollte auch ein bisschen etwas bringen, und er hatte ein gutes Geschenk für den Raum mitgebracht, und dann nochmal Tschüss sagen. Ja, Und das ist auch, ne, so. genau, das ist auch Ja, Verbundenheit. das ist auch eine gute, ein Plus von Energie, ne, so. Genau, genau. Und das war, ich weiß nicht, gut, ne, Ja. Zu all den Geschenken, die jeder ja sowieso durchs Talent und durchs Dasein gebracht hat, Ja. eben, dass der Wolf auch gekommen ist. Es war eine, also du wusstest es, Wolf sagte, er kommt vorbei. Ja, Für nicht, mich, ja, aber war nicht, wir wussten nicht ja, wann. Für mich war nicht es eine sicher, ne? Überraschung. Aber Ja. so war, ne? Und ja, konnte ich nicht zeigen jetzt, weil ich habe schon gehängt, ne? Aber das nächste Mal, ich werde es zeigen, Genau, das den nächste Mal. Augen von dem großen Spirit, ne? Ja. Hat ihn mitgebracht vor den Raum. Ja. Es ist eine sehr gute Energie Teil, ne? Genau. Ja, aber wenn kommen das nächste Mal, werden Sie sicher sehen hier in den Raum.
Genau. was genau ist. Ja, sehr schön. Danke, Wolf. Danke. Wow. Doro, ja. Ja, schön. Weißt du, was die Doro uns gerade geschrieben hat? Nächsten Montag komme ich und setze mich einfach mit bei euch in den Raum statt vor dem PC. Ja, klaro. Schön. Ganz schön. Ja, wir freuen uns. Kommt Schön, zu uns. das. Super schön. Ja. Was möchten wir euch gerade noch mitteilen? Weißt du, was ja auch für mich so besonders schön war? Auch die musikalischen Beiträge. Oh, ja. Das war doch eine schon auch noch, also auch noch mal eine Oh. ganz besondere Qualität und vor allem eben dann auch das gemeinsame Musizieren. Ja, Das ganz spontan, man kann es sagen, ne? Das ja, ist ja. dann auch gezeichnete Sache, ne? Das Niemand weiß, was hm. der andere vorhat, ne? Und das ist auch eine sehr gute Sache, Ja. ne? Das heißt eine sehr gute Verbundenheit, ne? An den anderen Teil von das Leben, ne, in den geistigen Welt. Und so haben wir gespielt, Ja. ne, Das mit ist den Mara, ja. Stefanie. Stefanie, ja, Ja. mit dem Monochor, Ja. gut Stimme, Ja, ne, also und wirklich ja auch nochmal erwähnt, ich bin da immer ganz, boah, fast ein bisschen neidisch, wobei es nicht das passende Wort ist. Ich bin noch viel mehr erfüllt von so viel Schönheit, auch eben im Klang, im Ausdruck des Klanges, denn Mara und Stefanie sind hervorragende Klangkünstlerinnen mit Stimme und Trommel und Monochord und Klangschale und Und Leo auch, Leo ne? auch. Ja, Leo auch. Und Leo auch. Ja, mit Flöte und Regenrohr und Didgeridoo und das ist, Farbe bringen, ne? ja, es Ich war. muss es sagen, darf ich Ja. sagen, ne? An den Mädels. Ja, die Mara weiß noch nicht, aber wir haben schon den Ja, Leo. untergeschrieben, ne? Mara, müssen wir zusammen spielen, ne? Du weißt noch nicht, aber Stefanie und ich schon, ne? Macher, du kommst gar nicht mehr aus. Es ist schon in die Welt gebracht, ja. Ja. Das stimmt. Und dann sage ich es jetzt einfach hier, liebe Mara. Also, weil morgen ist ja wieder unser Tanzdienstag. Du hattest uns ja gesagt, es wird wahrscheinlich etwas schwierig für dich wegen der Arbeit, ob du pünktlich kommst, ob du es schaffst. Also, Stefanie kommt und wir werden schon mal ja, besprechen und Ja. hineinfühlen, wann wir das erste Ja. gemeinsame Konzert hier machen und ja, du bist Bestandteil davon, liebe So Mara. ist die Sache, Mara, ne? Wir haben eine Band gegründet, ohne dich zu fragen, ne? Aber so sind den Profis, ne? Ja, und wir teilen euch allen ja natürlich mit, also wann die Band zum ersten Mal hier ihr Konzert gibt. Also ganz wunderschön, das Ja, stimmt. So schön. wann genau fangen wir an, auf den großen Publikum? Ne? Ja, genau. Und das ist, weil du sagst, das große Publikum. Wir haben dann, ich weiß gar nicht, wir haben, glaube ich, am Samstag bis Mitternacht oder so waren wir Ja, hier. ja. Bis kurz nach Mitternacht. Es wollte kein Ende nehmen. Also wir haben, ich weiß, wir haben hier noch gesagt, ach, bleiben wir gleich da und gehen gleich frühstücken. Und
So eine Handvoll ist dann wirklich fast bis zum Frühstück da geblieben. Und wo dann der Jeet auch nochmal gesagt hat, welcher Luxus das ist, welcher Luxus das ist, den wir hier haben, in einer so hohen Qualität, in so einer so hohen Professionalität, das alles zu genießen. Eben auch dieses Konzert, also weil jeder Teilnehmer auch so mit einfließt. Wir haben getanzt, wir sind einfach mitgeflossen, körperlich mit den Tönen. Ja, das ist ein großer Luxus. Das ist, ich sage es jetzt so, tausendmal wertvoller als einen Saal mit tausend Ja. Leuten, die da stocksteif sitzen. Hier, boah, Alles einfach. vor dem gleichen Preis, so Ja. ungefähr. Ja. Ja. Oh ja, wow, so schön. Ja, Leo auch hat die Doro geschrieben, ja, so schön. Ja, danke, du. Danke. Wow, danke, danke. Ich habe heute auch einen Text mit, weil den möchte ich gern vorlesen. Er ist anders und zugleich passt er auch dazu. Er heißt Das Fest der 13 Feen. Und weil auch sie bringen Geschenke mit zu einem Fest. Ich lese es euch vor. Das Fest der 13 Feen. Zum Fest waren die 13 Feen geladen. Die erste kam herein, sie brachte den Sturmwind mit und sagte: Ich habe die Feigheit gesehen und setze ihr den Zorn entgegen. Die zweite Fee brachte Regen mit und sagte: Ich habe die Gewalt gesehen und setze ihr die Macht entgegen. Die dritte Fee brachte Schnee mit und sagte: Ich habe Verwirrung gesehen und setze ihr das Gelächter entgegen. Die vierte Fee brachte Frost mit und sagte: Ich habe die Lüge gesehen und setze ihr die Verwandlungskraft entgegen. Die fünfte Fee brachte Eis mit und sagte: Ich habe den Verrat gesehen und ich setze ihr die Verwandlungskraft entgegen. Ich bin in der Zeile verrutscht. Und ich setze ihr die Inspiration dagegen. Die sechste Fee kam herein und brachte Steine mit und sagte: Ich habe Hass gesehen und ich setze die Weisheit dagegen. Die siebte Fee trat die Tür auf, brachte die Strahlen des Mondes mit und sagte: Ich habe Dummheit gesehen und setze die Verantwortung dagegen. Hereintrat die achte Fee. Sie brachte das Licht der Sonne mit und sagte: Ich habe Zerstörung gesehen und ich setze ihr die Lust entgegen. Mit leisem Lachen öffnete die neunte Fee die Tür und sprach: Ich habe Härte gesehen und ich setze das Fließen des Wassers dagegen. Die zehnte Fee stürmte zur Tür herein und sprach: Ich habe die Angst gesehen und ich setze ihr
den Tanz entgegen. Die elfte Fee trat ein und sagte: Ich habe den Neid gesehen und setze die Zärtlichkeit dagegen. Die zwölfte Fee trat ein und sprach: Ich habe die Krankheit gesehen und ich setze ihr die Musik entgegen. Die dreizehnte Fee schließlich trat ein und alle setzten sich an einen großen Tisch, der wie ein Dreieck geformt war. Ich habe die Unterdrückung gesehen, überall, sprach die dreizehnte Fee zu ihren Schwestern. Und jetzt ist es Zeit, ihr die Freiheit entgegenzusetzen. Ja, und auch wir haben hier ganz viel Freiheit gelebt und ich glaube sagen zu dürfen, dass auch jede und jeder diese Freiheit, diese Zärtlichkeit, diese Musik, dieses Fließen, was alles hier im Raum zusammengekommen ist, auch jetzt mit hinausgetragen hat in die Welt. Und das ist schön. Das ist schön, denn hier ist wirklich auch Wandlung geschehen. Wandlung in die Freiheit. Leute, in unsere Freiheit. Denn es geht um uns. Es geht um unser Leben. Es geht um unseren Geist. Es geht unsere Seele. Ja. Um unseren Geist, um unsere Seele. Magst du das unserem spanisch sprechenden Freunden sagen? Sí, muy bien. Das ist wichtig. Ja, ja. Sí, estamos comentando lo que hemos vivido el fin de semana. Fue muy, muy importante, muy intensivo. Y comentábamos así cosas muy, muy cercanas que nos han pasado, ¿no? Con gente que de alguna forma conocemos de seminarios que han venido a tomar aquí en este lugar, en Indiana Big Bang, que es mi negocio, ¿no? Y tengo este cuarto para seminarios, ¿no? Entonces aquí suceden muchas cosas interesantes, ¿no? Pequeñas historias, y entonces por eso nos reíamos de alguna forma, ¿no? O nos acordamos, nos alegramos de gente que chatea o nos escribe cosas. Pueden hacerlo también en español, ¿no? Está como les parezca, y nos comentan. Si bien es cierto, como algunos nos han escrito diciendo sí, pero no entendemos alemán, no importa. No se trata de la lengua, sino se trata de la comunicación. Así que los invitamos, no sé, Alberto y Jambae, los que nos siguen de alguna forma desde los lugares de habla hispana, ¿no? No sé, tal vez Alejandro, no sé, Nicolás y que quieran escribir algo, nos pone contento de veras poder comunicarnos de esta forma, ¿no? Y bueno, entonces pues los invito, quedan invitados, ¿no? Y bueno, vamos a continuar un poco desde aquí. ¿Ven? Ya, yeah, danke Leonardo, danke. Ya, yeah, denn ya yeah.
Es ist einfach auch wichtig für die Freunde in der Welt. Liebe Linda, Linda schreibt uns, ob wir auch Englisch sprechen können. Also ich bin nicht so fit in Englisch. Der Leo spricht Spanisch, liebe Linda, leider. Ich hoffe, du verstehst uns auch in Deutsch oder vielleicht sogar in Spanisch. Das wäre sehr, sehr schön. Bayerisch. In Bayerisch. Ja. Bayerisch, Linda, hörst du uns aus Bayern? Ja. Super. Ja. Ja, genau. Wow, was, ja, das Musizieren, das gemeinsame, wow, gemeinsame Musizieren hatten wir angesprochen und schon schaue ich wieder auf die Uhr, da ich Oh. ja wieder den Zyklus unserer Stunde im Auge behalte und möchte euch nochmal zum Trommeln einladen oder zum Lauschen, zum Reisen, zum Träumen. Schauen wir in die Freiheit. Schauen wir zu unserer Freiheit für unsere Seele, für unseren Geist. Schauen mal an, den Trommel, den Pferdetrommel kommen vorbei. Ja. Ah, ja. Ja, die wilden Reiter Ja. kommen vorbei. Ja. Thank you.
eine so schöne Reise. Wie schön sich das anfühlt. Freiheit. Ganz schön. Wow. Wir fliegen durch die Zeit. Und ich habe heute noch gar nicht unsere Krafttierkarten hier in Reichweite geholt. Jetzt muss ich mal kurz aufstehen. Vamos a ver quién. Schauen wir, was, welche Krafttier begleiten uns. Welches Krafttier uns in der kommenden Woche begleitet. Die Mara hatte uns ja vergangene Woche den Bären gezogen und wir hatten eine bärenstarke Zeit. Ja, also genau, echt, ja. Genau. Und wir hoffen ihr natürlich auch alle. Ja, Leonardo. Ja. So, pass mal auf. Ich mache hier jetzt die Karten wieder ganz groß, so. Oho, oho. Schauen wir, was ist denn mit dir? Oh, okay. Eine sehr, ist sehr, sehr wichtig für diese Zeit. Ja, auch bärenstark, ganz anders. Wow. Leonardo. Der Leonardo hat uns das Krokodil gezogen. Mhm. Und für das, und das Krokodil steht hier auf dieser Karte für die Transformation. Also manchmal, sag mal, sehr wichtig. Gibt's doch keine Zufälle. Ja. Die 13 Feen, wow, die jede transformiert hat, die eine Energie, die eine Qualität in eine andere Qualität. Das Wochenende war ein riesiger Transformationsprozess, war auch das Tanzen. Werde noch weiter. Ja, wir sind, ihr Lieben, wir sind einfach mittendrin. Und das Krokodil sagt uns, dranbleiben, weitermachen, hineingehen, mutig mit hineingehen in diesen wunderbaren Prozess, dass, dass Neues entstehen kann, das, was wir selber kreieren. Ja, wir bieten auch eine Möglichkeit zum, aus dem Weg von der Transformation Schwitzhütte an. Ja. Richtig. 23. Genau, unsere nächste Schwitzhütte, wow, danke Leonardo, richtig, auch auf dem, ein super Weg für Transformation. Unsere nächste Schwitzhütte ist in diesem Monat am Samstag, den 23. im Freiraum Aschhofen bei der Jana und beim Uwe. Und wir schicken euch auch den Flyer dazu mit raus und das Thema dieser Schwitzhütte wird sein das Wasser, eintauchen in meine Gefühle. Ja, die eigenen Gefühle zulassen, die eigenen Gefühle zeigen. Auch das eine ganz, ganz wichtige Transformation, ein großer Prozess zu gehen in die Gefühle. Das Wasser steht für die Gefühle. Das Wasser bringt zum Fließen. Es trägt uns, wie auch die Erde trägt uns auch das Wasser. Und zugleich können wir auch eintauchen, um wieder aufzutauchen, wie wir in die Schwitzhütte hineinkehren, um neu geboren wieder herauszukommen. Genau. Ganz genau. Also wir schicken euch den Flyer mit raus und
Ja, und freuen uns, euch natürlich auch mal in unserer Schwitzhütte begrüßen zu können. Ja, Ja, genau. genau. Da ist ein sehr schöner Ort auch. Auch das, auch bei der ja, Freiraum Aschhofen, auch ein schöner Ort, Ex-Bauernhof. ein ehemaliger Bauernhof, wobei es ja ganz viele Tiere gibt, also Hasen und Enten und ein Pfauenpärchen und Pferde, also ja, ein Ort für viele, viele Wesen, kann Und ich sehr gute Energie. und eine schöne Energie, genau. Richtig, ja, und unsere Stunde ist ja nur so dahingeflossen jetzt, also für mich kam es vor, für mich ist jetzt das Bild eines quicklebendigen Gebirgsbaches, was da blub, dahin geplätschert ist, ganz schön. So ist diese Stunde jetzt vergangen und wir wünschen euch einen wunderschönen Abend, Ja, eine wunderschöne Woche. genau, mit vergessen ihr. Ja. Wir sind in der Zeit von den Transformationen. Genau, ganz genau. Nehmen wir diese Kraft Nehmen wir sie an. von dieses 2012. Und Steigen wir gehen wir. mutig hinein. Ja. Also, ihr Lieben, bis zum nächsten Montag. Bis zum nächsten Mate. Hasta el próximo Mate. Ciao. Ciao.